Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Castle of Heart für die Nintendo Switch. Und genau hinschaut, befinden wir uns in Level 3, Level 5. Das heißt, wir gehen Richtung Boss. Und schauen wir, ob wir einen finden hier. Oh nein. Oh Mann. So, gehen wir mal mit hier. Was wir brauchen. Oh, das trifft noch nicht, ne? Ist doch gar nicht. Das ist ein Schwein. Oh. Perfekt. So. Ich hasse die Schneebälle, hasse ich schon so ein bisschen. Weil man eigentlich sehr präzise springen muss. Ne? Oh. Naja, so wild. Hier kommen die wieder ein bisschen schneller. Nochmal. Obwohl, doch nicht. Kommen die gar nicht. Oh. Ich springe jetzt wieder letzten Tipp. Ich will ganz hinhauen da. Oh Mist. Oh, wie dumm, wie dumm. Oh. Okay. Es war dumm, das war zu gierig gewesen. Obwohl die ja wichtig sind, die blauen Dinger. Muss man sagen. Ah. Schon wieder. Man muss doch nicht zu schnell schwingen, ne? So. Wir müssen ein bisschen hin und her schwingen. Ja, ich finde, das Spiel ist echt gnadenlos. Das macht trotzdem Spaß, muss man leider sagen. Okay. Das macht aber auch nur Spaß, wenn man es durchschaffen will. Es hat nichts mit zu tun, dass sich hier so viel verändert. Also rein von den Viechern her, von den Gegnern verändert sich hier gar nichts irgendwie. Ist immer das Gleiche. Oh nein. Oh. Okay, hier müssen wir noch hin. Oh nein. Warte. Oh. Jetzt aufbauen, das ist ein Schwein. Sehr gut. Langsam. Hey, jump. So, haben wir auch geschafft. Nochmal, komm her. So. Ah, hatte doch so ein bisschen zu so einem Slime Jump'n'Run aus, ne? Kann man sagen. Gut, dass da gerade ein scheiß Schrein war. Ah.
Der haut mich da nicht. Finde ich auch nicht schlecht. Mal, komm her. Das ist Timing ist eigentlich nur gefragt hier, ne? Merkt man selber. Nicht. Okay, warte mal. Okay. Komm mal rein. Ah, schon wieder ein paar Diamanten. Also es reizt mich nicht hier, muss ich zugeben. Großartig die anderen Diamanten zu finden. Oh, ein Eis. Ist das hier ein Eis? Waffe oder so. Na gut, haben wir halt. Okay, dann ist nichts. Oh. Oh nein. Okay, okay, okay. Trotzdem die Waffe schnell hier. Ja. So. Eiswaffe klingt auch immer gut. Eiswaffe klingt auch immer gut. So, warte jetzt. Schnell, schnell, schnell. Zeit läuft. Okay, ich lasse sie jetzt wegschneiden, diese Scheiße. Scheiß auf die Eiswaffe, wir machen das einmal ohne. Okay. Oh. War doch schon wieder da. Nächste Schrein. Nein, ich dachte, ich könnte mich hier durchmogeln.
Scheiße, hätte man hochkommen können. Gar nicht so, bringt gar nichts so. Armbrust mit Feuer. Oh. Müssen wir auch gar nicht killen, Leute. Wieder ein Schrein, das bin ich ja schnell. Also ab und zu sind die Schreine wirklich so dicht ineinander, denke ich mir, das ist Quatsch. Und dann braucht man ewig, um den nächsten Schrein zu finden. Das nervig ist. Verbrennen. Thank you.
Oh, hier sitzt jemand. Wer ist er denn? Halt, eindringend, warum stört ihr den Frieden der Berge? Ich muss zum Schloss und dies ist der einzige Weg. Ihr geht nirgendwo hin. Ich bin ein Bärenschamane, Wächter dieses Ortes und ich werde euch nicht passieren lassen. Der Zauberer ist mein Verbündeter. Ich schütze sein Schloss und er hindert die Menschen daran, die Bergpfade zu entweihen. Menschen und die Wesen des Berges leben einst in Harmonie. Es ist der Fluch, der euch verwehrte. Ihr seid besessen und versklavt wie die anderen. Ich habe genug von eurem Geschwätz. Bereitet euch auf den Kampf vor. Okay. Komm, nimm doch mal die Waffe da. Kann er nicht. Bringt mal gar nichts. Also. Oh. Okay, ich muss ein bisschen einüben erstmal hier. Taktik ist und dann machen wir ihn fertig. So. Ah, nee, nee. Ah.
Oh, fuck. Verlässt sich das Böse oder was? So ein Schwachsinn. Blöder Spast. Wie kann ich ihn besiegen? Wie kann ich den Steinfluch brechen? Der Zauberer war die Quelle meiner Macht und ihr konntet mich besiegen. Es scheint also, dass euch ihr die Essenz des Zaubers in euch tragt. Doch sein Einfluss widerstehen könnt. Deshalb könnt ihr den miese Täter besiegen. Nur seine eigenen Kräfte können ihn töten. Stürmt das Schloss und setzt seinen Wahnsinn ein Ende. Das werde ich. Ich hoffe jedoch, dass wir uns unter besseren Umständen treffen werden. So, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Dieser Boss war ein bisschen knackiger. Aber nichtsdestotrotz, wir kommen weiter. Bis dahin, tschüss.